So, wir wollen nun die Abgeschlossenheit der endlichen Automaten gegenüber der Operation Durchschnitt noch zeigen, und zwar nicht als Beweis über die de Morganschen Regeln mit Hilfe des Abschlusses der Negation und der Vereinigung, sondern eine direkte konstruktive Methode angeben. Und dazu betrachten wir, wenn wir zwei Sprachen L1 und L2 haben, den sogenannten Produktautomaten. Das schauen wir uns einmal an. Wenn wir also zwei Sprachen L1 und L2 aus RAT haben, das heißt, dann gibt es einen endlichen Automaten A1 mit A1 ist gleich endlicher Automat bestehend aus der Zustandsmenge K1, und beide Automaten operieren auf einem einheitlichen Alphabet, Übergangsfunktion Delta 1, Startzustand S1 und finale Zustandsmenge F1. Und wir arbeiten hier mit deterministischen endlichen Automaten. Wir könnten das auch mit nicht deterministischen Automaten machen. Die Konstruktion verläuft dann ähnlich, aber die Argumentation der Korrektheit dieser Konstruktion ist ein wenig einfacher, wenn wir es mit deterministischen Automaten machen. Und für die Sprache L2 gibt es einen entsprechenden Automaten A2 mit A2. Jetzt eine zweite Zustandsmenge K2. Wir arbeiten auf dem gleichen Alphabet. Wir haben eine Übergangsfunktion Delta 2, Startzustand S2 und eine Zustandsmenge F2. So, und jetzt definieren wir einen Automaten, den sogenannten Produktautomaten, wie folgt. Automat A, der besteht jetzt aus den Zuständen K1 Kreuz K2, das heißt, die Zustände bestehen jetzt aus zwei Tupeln aus den Zuständen der beiden ursprünglichen Automaten A1 und A2. Also die Zustände bestehen aus Zustandspaaren K1 Kreuz K2. Wir arbeiten ebenfalls auf dem Alphabet Sigma. Wir haben eine Übergangsfunktion Delta. Die werde ich gleich noch definieren. Der Startzustand ist der Zustand S1, S2. Und die finale Zustandsmenge, das ist das Kreuzprodukt der beiden Mengen F1, F2. So, und die Übergangsfunktion Delta definieren wir wie folgt. Delta P, Q. Das ist jetzt sozusagen ein Zustand innerhalb dieses Produktautomaten. Wenn wir in diesem Zustand P, Q sind und ein Zeichen A lesen, dann ist das entsprechend definiert durch Delta 1 PA, Delta 2 QA. Das heißt, wir machen hier in einem Schritt, ausgehend von dem Zustand PQ. Wenn wir das Zeichen A lesen, dann vollziehen wir sozusagen beide Übergänge, einmal in dem Zustand, in dem Automat 1 und in dem Automaten 2. So, und wir zeigen jetzt die Korrektheit dieser Konstruktion. Und zwar tun wir das in zwei Schritten. Als erstes behaupten wir, es gilt das Folgende. Und zwar erweitern wir jetzt diese Operation, diese Übergangsfunktion Delta wieder mit dem Sternoperator. Das heißt, dass wir die Übergangsfunktion auch für Worte durchführen können, ausgehend von einem Zustand S1, S2 vom Startzustand. Wenn wir das Wort W lesen, dann ist das, lässt sich das runterbrechen auf die entsprechenden Übergänge von S1, W und Delta Stern 2, S2, W. Ja? Also, wenn wir
Im Startzustand S1, S2 ein W lesen, dann verhält sich der Produktautomat so, als wenn wir im Automaten 1 ausgehend von S1 das W lesen und gleichzeitig im Automaten 2 S2 im Zustand S2 sind und ein W lesen. So, das zeigen wir durch eine Induktion und zwar nach der Länge von W. Und am Induktionsanfang, das ist relativ einfach, wir gucken uns einfach an, was passiert, wenn wir im Startzustand sind und das leere Wort haben, das heißt Wortlänge 0. Ja, vielleicht sollten wir einmal noch ganz kurz erinnern, was es überhaupt hieß, die Definition des Sternoperators auf die Übergangsfunktion, wie war das definiert? Wir hatten definiert, jetzt ganz allgemein, Delta Stern von einem Zustand Q, Epsilon, das ist Q, das heißt, wir bleiben im Zustand Q. Und wenn wir in einem Zustand Q sind und ein Wort WA haben, dann lässt sich das zerlegen in Delta, Delta Stern, Q, W und dann das A. Ja, das war sozusagen die allgemeine Definition, die wir irgendwann am Anfang definiert hatten für die Sternerweiterung der Übergangsfunktion. Ja, und was heißt das jetzt an dieser Stelle, wenn wir diese Definition hier einfach einsetzen? Dann ergibt sich hier gerade S1, S2. Ja, wir sind hier, haben hier das leere Wort sozusagen anliegen. Das heißt, wir ändern den Zustand nicht. Ja, und das ist aber auch gerade, wenn wir uns das jetzt einfach angucken, als Zweituppel das gleiche wie Delta 1, S1, Epsilon und das natürlich wieder mit dem Stern und Delta 2 Stern. S2 Epsilon. Ja, und zwar ist das nach der Definition von Delta 1 Stern und Delta 2 Stern. Also das ist der Induktionsanfang. So, und dann der Induktionsschluss. Das heißt, die Behauptung gelte jetzt für alle Wörter bis zu einer bestimmten Länge. Und jetzt schauen wir uns ein Wort an, was genau ein Zeichen länger ist. Das heißt, wir gucken uns an Delta Stern und wir sind im Zustand S1, S2 und haben jetzt ein Wort WA. Also W ist ein Wort mit einer bestimmten Länge und A ein einzelnes Zeichen. So, und das lässt sich jetzt zerlegen entsprechend der Definition von Delta Stern ist das gerade. Das heißt, wir gucken uns jetzt hier nochmal die Definition an, wie ich sie gerade nochmal aufgeschrieben hatte. Wir ziehen das einzelne Symbol A an dieser Stelle raus. Das heißt, wir bleiben hier in S1, S2, W. Ja, das ist die Definition von dem Delta-Stern-Operator. So, und jetzt können wir hier an dieser Stelle können wir die Induktionsvoraussetzung einsetzen. Das heißt, wir haben hier aufgrund der Induktionsvoraussetzung haben wir das Äußere bleibt erhalten. Ja, das bleibt erhalten. Und hier können wir jetzt die Induktionsvoraussetzung uns zunutze machen. Und wir haben hier Delta 1 Stern, S1 W, Delta 2 Stern, S2 W. So, und jetzt müssen wir noch eine Klammer drum machen. Das entspricht gerade, jetzt gucken wir uns hier nochmal die Definition an, von der Übergangsfunktion Delta in unserem Produktautomaten. Ja, hier hatten wir die Definition nochmal. Da setzen wir jetzt einfach an dieser Stelle ein. Das heißt, wir können hier sagen, das ist gerade Delta 1, Delta 1 Stern, S1 W, A,
Delta 2 Stern S2 W, A. Und da machen wir nochmal eine Klammer rum. Ja, und das ist die Definition von Delta. Ja, und jetzt können wir sozusagen das beides wieder hier zusammenfassen. Die Definition des Sternoperators bezogen auf die Übergangsfunktion Delta 1 und Delta 2. Das heißt, das ist gerade Delta 1 Stern S1 WA, Delta 2 Stern S2 WA. Ja, und das ist aber gerade das, was wir zeigen wollten. Ja, wir haben jetzt gezeigt, wir können die Übergangsfunktion Delta entsprechend zerlegen in die beiden Bestandteile. Ja, nämlich der eine Teil entsteht durch Anwendung der Übergangsfunktion Delta 1 und der zweite Bestandteil lässt sich erreichen durch Anwendung der Übergangsfunktion Delta 2. Das heißt, die erste Behauptung ist schon mal gezeigt. So, und jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Und da werden wir dann genau diesen Teil uns hier zunutze machen. Die zweite Behauptung ist die folgende. Der Automat A akzeptiert ein Wort W genau dann, wenn A1 W akzeptiert und auch der Automat A2 W akzeptiert. Auch das zeigen wir noch. Zunächst die erste Richtung, das heißt, wir gehen davon aus, dass A ein Wort W akzeptiert und zeigen, dass dann sowohl A1 das Wort akzeptiert, als auch A2 das Wort akzeptiert. Also wenn A das Wort W akzeptiert, dann gibt es, und das ist gerade die Definition des Akzeptanzbegriffes, dann gibt es F1 aus F1, F2 aus F2, F1 ist die Zustandsmenge, die finale Menge, die finale Zustandsmenge des Automaten 1. F2 ist die finale Zustandsmenge des Automaten 2. Ja, und da können wir uns jetzt jeweils, gibt es zwei Zustände, so das gilt, wenn wir ausgehend vom Startzustand S1, S2 das Wort W lesen, ja, dann erreichen wir gerade den Zustand F1, F2. Ja, also zwei solche Zustände gibt es. Das sind finale Zustände in den beiden Einzelautomaten und als Zweituppel ist es halt ein finaler Zustand aus unserem Produktautomaten. Mit der zuvor gezeigten Behauptung folgt dann, dass wenn wir in S1 loslaufen und das W lesen, dass das gerade F1 ist und wenn wir in dem zweiten Automaten ausgehend vom Startzustand S2 das W verarbeiten, dann landen wir in F2. Das heißt aber gerade, dass der Automat A1 akzeptiert und A2 akzeptiert W. Ja, und damit ist im Prinzip diese eine Richtung schon gezeigt. Und dann noch schnell die zweite Richtung. Das heißt, es gelte nun L1 und L2, Entschuldigung, A1 und A2 akzeptieren das Wort W. Ja, dann, was ist dann? Dann gibt es F1 aus F1, F2 aus F2 mit Delta 1, S1, W ist gerade F1 und Delta 2, S2, W ist gerade F2. Und wiederum mit der Vorbehauptung von zuvor. Wir haben auf der einen Seite stehen Delta 1 Sternchen S1 W und Delta 2 S2 W. Das ist auf der einen Seite gerade F1 F2.
Ja, so waren die gerade gewählt. Ja, das ist natürlich ein Element aus F1, F2. Ja, und auf der anderen Seite ist das aber gerade die Behauptung, die wir gerade hatten, dass das S1, S2, W ist. Das heißt, wir laufen in Startzustand S1, S2 los, verarbeiten das W und landen am Ende in einem finalen Zustand. Das heißt, der Automat A akzeptiert das Wort W. Ja, und damit ist alles gezeigt. Das heißt, der Produktautomat, den wir konstruiert haben, akzeptiert. Ja, das war die Behauptung, die wir noch gerade gezeigt haben. Der Automat, der Produktautomat A akzeptiert ein Wort W genau dann, wenn sowohl A1 akzeptiert als auch A2 akzeptiert. Ja, und das ist aber gerade, damit ist alles gezeigt. Ja, der Produktautomat akzeptiert gerade den Durchschnitt der beiden Sprachen L1 geschnitten L2.